Okay, dann kommen wir mal zu dem Moment, den alle erwartet haben. Ihr redet mit Chiaki. Also, da wir jetzt ja diesen Hinweis haben, hast du neue Vermutungen? Ein Gift, meinst du? Was das mit dem Fall zu tun haben könnte. Ich glaube nämlich, du hast eine Vermutung. Das Gift könnte in den Flaschen gewesen sein. Den Feuergranaten. Aber wäre das nicht ein bisschen dämlich? Wieso? Da würde er sich doch im Endeffekt selbst töten. Ja, schon, aber es wäre halt die beste Option, um zu sagen, ja, so könnte das Gift halt praktisch ihn ermordet haben. Ich meine, angenommen, er hat jetzt wirklich diesen Speer in der Hand gehalten, ja? Also dieses Gewicht. Es muss ja einen Grund gegeben haben, warum er sie dieses losgelassen hat. Und, ich weiß nicht. Das Feuer allein wäre vielleicht nicht der Grund gewesen. Aber wenn dann jetzt plötzlich irgendwelche giftigen Substanzen in den Raum geworfen werden, die ihn umbringen, und danach sich durch Wasser auflösen, das der Sprinkleranlage entspricht. Ich sag's mal so, wenn er da tot ist, dann würde es schon Sinn ergeben, dass dass er den Speer loslässt und der Speer runterfällt. Meier. Unsere Zeit für die Untersuchung nimmt immer weiter ab. Das Bücherregal würde vielleicht etwas Zeit zum Untersuchen wegnehmen, aber wir sollten wir probieren, zuerst andere Gebiete zu untersuchen. Bücherregel. Naja. Gut, okay, dann gucke ich mir halt die Treasure Box an. Eine. Schick aussehende Schatzkiste. In leuchtenden pinken Lichtern bedeckt, steht hier. Ja, steht hier komplett raus. Ah, könnte das sein? Die Schatzkiste. Sherky, du weißt davon? Sie ist echt niedlich. Oh, sie hat einfach nur reagiert. Sie sieht aus wie wie Monomis gestohlene Schatzkiste. Wenn die hier ist, bedeutet das, der Dieb, der über den Monomi geredet hat, war Nagito. Aber warum würde Nagito das stehlen? Um das herauszufinden, wäre es vielleicht gut herauszufinden, was drin ist. Wird das wirklich okay sein? Es sieht etwas gefährlich aus. Es könnte vielleicht sein, aber es könnte auch ein Hinweis sein, weißt wenn es nicht wichtig wäre, würde Nagito es nicht stehlen. Überhaupt hätte er es von Monomi überhaupt noch gar nicht erst gestohlen. So. Ich habe mich zurück zur Schatzkiste gewendet und sie vorsichtig geöffnet. Ein Schlitz. Drinne war ein Notizbuch. Ist was? Nee, ich habe bloß das Notizbuch angeguckt, wieso? Darf ich mir nicht mal die Bilder angucken, die hier eingeblendet werden? Nein, nein, nein. Das Ich ist meine es. einfach nur. Warum ist ein Notizbuch innerhalb dieser Schatzkiste? Als wäre es irgendwas Wichtiges. Ich habe das Notizbuch auch rausgenommen aus der Schatzkiste und angefangen durchzublättern. Okay, was steht denn da?
Bad Guy. So cool. Bia cool. Bia Bukuma became. Everyone's tired of nothing happens. Tired of nothing happens. Was able to talk to everyone for the first time today. Okay. Es enthält schlechte Zeichnungen und als wenn sie gezeichnet wurden von Kindern. Und die Einträge sahen aus wie Hühnerkratzer. Tag 1. Es war mir möglich, mit jedem zu reden. Zum ersten Mal. Monokuma ist aufgetaucht und die Dinge sind schlecht geworden. Tag 2. Byakuya ist der Anführer. Okay, man liest es also von rechts nach links, alles klar. Es ist wie ein Manga. Eine Menge Dinge sind passiert. Heute scheint jeder erschöpft zu sein. Ist das ein Tagebuch? So scheint es so zu sein. Hat Monome das geschrieben? Wahrscheinlich. Diese Bilder, Einträge passen definitiv zu ihr. Ich habe weiter durch die Seiten geblättert. Tag 3, Tag 4, Tag 5. Seite nach eine Seite nach der anderen. Von schlecht geschriebenen Einträgen setzten sich in dem Notizbuch fort. Ich verstehe es nicht wirklich, aber es sieht so aus, als wären hier keine wirklichen Hinweise. Und richtig, als ich in genau dem Moment, als ich aufgeben wollte, hatte meine Hand plötzlich aufgehört bei dem Titel Tag 16. Wir waren jetzt im Pfannhaus seit 3 Tagen. Es ist immer noch mein... Ach so, ja. Tag 16. Wir sind seit 3 Tagen im Pfannhaus. Jeder ist hungrig und am Ende. Hachimi versuchte, in den Final Dead Raum heute zu kommen. Er hat wahrscheinlich Panik bekommen, weil niemand ihm glaubt. Hä? Hajime, ist irgendwas passiert? Oh, es ist nichts. Hey, aufhören! Sieh nicht in mein Notizbuch! Boah! Von wo kommst du denn jetzt her? Aus dem Nichts ist plötzlich Monami aufgetaucht und hat ihr das Notizbuch aus meiner Hand genommen. Ich habe dich gefragt, nach meiner Schatzkiste zu gucken, aber ich habe niemals gesagt, dass es dir erlaubt ist, reinzuschauen. Das war ziemlich knapp. Wenn ich etwas später gekommen wäre, hättest du vielleicht gesehen, was innerhalb des Notizbuchs steht. Und glücklicherweise warst du dann für ein bisschen zu spät. Aber das Notizbuch ist doch hier. Dann... War Nagito der Dieb? No. Betrug! Ich wurde betrogen von meinem beliebten Schüler. Hey, das Notizbuch. Das ist doch so ziemlich dein Tagebuch, richtig? Tagebuch? Es scheint so zu sein. Stimmt, das ist mein wichtiges Tagebuch, wo alle meine... Frauengeheimnisse niedergeschrieben sind. Hey, hey, du bist ein Lügner! Du tauchst immer aus dem Nichts auf. Doch auch. Manami ist nicht gut beim Lügen, weißt du? Lügen? Es ist doch unmöglich, dass du das Notizbuch geschrieben hast. Immerhin kann Monomi noch nicht mal schreiben! Hä? Was sagst du denn da? Mann, ich kann Buchstaben einfach schreiben. Ich kann endlich den Buchstaben B schreiben. Unmöglich, dass du das kannst, weil du keine Finger an deiner Hand hast. Ja. Mitten ins Schwarze getroffen. Weißt du, mir geht's nämlich genauso. Ah, bist du wütend, dass ich dich allen deine Schwäche entblößt habe? Also darum ging es.
Was das ernst gemeint, indem du versucht hast, mich zu zerstören? What are you saying? Was sagst du denn da? Ist doch unmöglich, dass dein großer Bruder so etwas tun würde, wie seine kleine Schwester zu zermanschen. Sieht so aus, dass es Zeit ist, die Dinge zwischen uns zu regeln. Okay, wir kommen der ganzen Sache jede Sekunde näher. Ich weiß nicht, warum du jetzt so ernst wirst, aber ist, was Monokuma gesagt hat, wahr? Hä? Er sagte, du kannst nicht schreiben in diesem Notizbuch, ist das wahr? Wenn das so ist, wer hat das geschrieben? Naja, weißt du, es ist, wie soll ich das sagen? Entschuldigt mich. Einen Moment mal! Verdammt, sie ist schon wieder weggerannt. Dasselbe Muster wie immer. Sieh das, wäre das nur eine Zeitverschwendung gewesen, eine Antwort von ihr zu bekommen. Aber trotzdem, ich wollte sie wirklich über diesen Notizbuch ausfragen. Naja, tatsächlich, eigentlich wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich sie nicht darüber nachfrage. Es gibt eine Menge Bücher und ein mysteriöses Gegenstand, der auf diesem Bücherregal ist. Die Genres und die Typen der Gegenstände sind ziemlich zufällig. Sie machen nicht wirklich Sinn. Man sagt doch, ein Bücherregal ist ein Spiegel. Ein Regal ist ein Spiegel. Der das Herz einer Person reflektiert. Wissen Sie das? Tun Sie das jetzt gerade? Ich weiß definitiv nicht viel über Nagito. Einfach nur, indem ich mir das angucke. Also was sollen wir tun? Es würde ziemlich schwierig werden, durch all diese Teile zu gucken. Das heißt aber nicht, dass wir das Ganze ignorieren sollten. Ich überlasse es dir, Hajime. Warte, was? Es wäre doch besser, wenn ein Junge durch die anderen Besitztümer eines Jungen geht. Du weißt schon, falls irgendwelche Privatsachen oder so hier sein sollten. Du meinst wie Pornos, okay. Naja, es mag zwar wahr sein, aber... Also überlasse ich dieses Bücherregal mit dir. Ich denke, ich wurde einfach dazu gebracht, das zu machen, ohne es zu bemerken. Ich renne auf die zweite Insel zu dem einen, was war es, ein Restaurant? Deiner? Ja, deiner. Seufze unter dem Schild und komme dann zurück. Und was hast du mal? Was? Was hast du gemacht? Wieso bist du weggerannt? Ich musste seufzen. Aber... Bin dann zum Regal gegangen. Eins nach dem anderen habe ich verschiedene Bücher und Gegenstände untersucht. Aber selbst wenn ich sie vorsichtig untersucht habe, sind immer noch eine Menge zufälliger Bücher und Gegenstände. Es ist unmöglich, dass hier irgendwelche Hinweise sind. Hä? Endlich haben wir die. Nagito sagte, dass es nur Informationen über mich enthält, aber ist das wirklich wahr? Wenn ich so reinschaue... Ist ziemlich offensichtlich, oder? Sollte es ziemlich offensichtlich sein, richtig? Und er sagte, ich wäre vom Reserveabteilung und hätte nur kein Talent. Überhaupt. Es könnte vielleicht auch eine andere seiner Lügen sein. Ich öffne die Akten in meinen Händen, um das zu bestätigen. Sofort habe ich bemerkt, dass etwas seltsam war. Wenn das nur meine Informationen enthalten würde, dann warum... Ist diese Akte so dick?
Sobald ich sie geöffnet habe, war es mir bewusst, wie ich mir dachte. Nagito hatte mich angelogen. Abgesehen von meinen Informationen waren da auch die Informationen über die anderen. Kazuichi, Fuyuhiko, Akane und Sonja. Und jeder, der gestorben ist, hatte Seiten innerhalb von Informationen hier drinne. Die Akten enthielten Informationen von allen 16 von uns. Nur meine Informationen, mein Arsch. Die Informationen über meinen Arsch! Ich kann nicht glauben, hier werde so eine seltsame Lüge erfinden. Mein Arsch ist nicht so scheiße. Hajimes Arschloch kann bis zu 6 cm weit gestreckt werden. Wie haben wir das mal herausgefunden? Das erfährst du mal im Spin-Off. So, also das bedeutet, der Rest könnte auch eine Lüge sein. Ich drehe die Seiten um, die meine Informationen enthalten, und fange an, durch dieses Zeug zu lesen. Das Profil enthält basische, also grundlegende Informationen wie mein Geburtsdatum, meine Größe, mein Gewicht und so weiter. Aber da war auch noch eine Sache, die mir ins Auge fiel. Die Worte Reserve-Kursstudent. Es gab keinen Zweifel, man konnte es nicht widerlegen. Es bestätigte, dass ich wahrlich aus dem ein Reservekursstudent bin. Von dem Reserveabteilung. Von der Reserveabteilung. Warum ist das die einzige Sache, die keine Lüge war? Warum? Warum bin ich der Einzige hier, der von der Reserveabteilung ist? Warum? Warum bin ich hier mit all diesen anderen Ultimativen? Jimmy, ist irgendwas passiert? Naja, ich habe diese seltsame Akte gefunden. Ah. Ist das nicht der besondere Preis, den Haruto erhalten hat, als er den Final Dead Room abgeschlossen hat? Wenn ich mich recht entsinne, dann sollte doch dein Schülerprofil da drin sein. Es ist nicht nur mein Profil. Die Profile von jedem auf dieser Insel sind da drinne. Nagito hat gelogen. Wenn du alle sagst, meinst du alle? Ja. Es waren grundlegende Informationen, aber es sollten Profile von allen 16 von uns sein. Kann ich mir vielleicht mal die Akten ansehen? Shiaki lehnt sich gegen mich und schaut in die Akten. You're right. My profile is really in here. Du hast recht, mein Profil ist wirklich hier drin. But unfortunately, there doesn't seem to be any details. Aber unglücklicherweise scheint es dort keine Details zu geben. Details? Details? Details about our missing memories. Information about the time we spent at Hope's Peak Academy. Details über unsere verlorenen Schulerinnerungen. Informationen über die Zeit, die wir an die Hope's Peak Academy zusammen verbracht haben. If it's not written in there. Wenn es nicht da drin geschrieben steht. These profiles might have been written before we entered the academy. Da könnten diese Profile doch vielleicht schon geschrieben worden sein, bevor wir an die Akademie kamen. Dann ist es unmöglich, irgendwelche neuen Hinweise davon zu erhalten. Ja, seems like it. Ja, scheint so. Ah, einen Moment mal. Hm? Was ist passiert? Ich hab's gerade erst bemerkt, aber... The file. His name isn't in there, right? Die Akte, sein Name ist nicht hier drin, richtig? There's supposed to be 16 names worth of profiles, but his name is the only one missing, right? Es sollten eigentlich 16 Namen mit an Profilen hier drin sein, aber sein Name ist der einzige, der nicht hier drin ist, richtig? What are you talking about? Über wen redest du denn? Byakuya. I'm talking about Byakuya Togami. Byakuya, ich rede über Byakuya Togami. Look carefully, no matter where I look. I don't see his name anywhere.
sieh genau hin, egal wohin ich schaue. Ich sehe seinen Namen nirgendwo. No way! Und was ist denn, wenn dein Name nicht in dieser Akte geschrieben ist? Vielleicht basierend auf dem könnte man ja denken, dass er der Verräter ist. Nein, das ist nicht nur, weil sein Name hier nicht drin geschrieben ist. Das ist nicht der einzige Grund, warum ich denke, dass es verdächtig ist. Er war doch hat auch teilgenommen am ersten Mordschulleben in der Hope's Peak Academy, richtig? Für jemanden wie ihn, in einer ähnlichen Situation auf dieser Insel zu sein, egal wie ich das betrachte, ist es definitiv verdächtig. Nun, es schmerzt mich, dies zu sagen, aber... Was du da sagst über den fehlenden Namen und das Mordschulleben. Ist total falsch. Es hat einen komplett anderen Grund. Einen anderen Grund? Also, wie soll ich sagen? Naja, ihr habt euch wegen Byaku ja komplett ohne Grund aufgeregt. Ja, ihr denkt, oh, was bedeutet das große Mysterium, das Byaku ja umgibt, existiert nicht. Es ist basierend auf einer, auf der billigen Spekulation einer Person. Was meinst du? Ah, du musst doch nicht fragen. Du kennst doch die Antwort, indem du einfach diese Profile anguckst, richtig? Hä? Meine Augen richten sich zurück auf die Akte. Eine nach dem anderen fange ich an, durch die Seiten zu blättern und die Namen zu bestätigen.